Ja, wir sind hier mit einem weiteren What's in my bag. Es ist schon dunkel geworden draußen. Hält uns trotzdem nicht davon ab, mit dem Nachtmenschen, selbstbetitelten Nachtmenschen Lionel Steve zu sprechen. Sehr ungewöhnliche Tasche. Bin ich schon sehr gespannt, was wir da alles rausfischen werden. Du bist jetzt ja eigentlich auch in den letzten, ja, ein, zwei Jahren, letzten Monaten auf jeden Fall all unseren Nikon-Kunden bekannt. Selbst wenn sie nicht wissen, dass es von dir ist, das Bild von der wunderschönen Frau mit dem gelben Kleid hast du gemacht, ist jetzt auch auf der MyNikon-Seite wieder drin, ist jetzt auch wieder für die laufenden Rabattaktionen das große Bild. Also da hast du, glaube ich, schon sehr den Nerv getroffen, auch in der dunklen Zeit mit einem schönen hellen gelben Bild irgendwie den Leuten so ein bisschen Freude zu machen. Also das kennen die Leute von dir. Natürlich kennen die Leute von dir auch deine Create Your Light Challenge, wo wir dich mal so ein bisschen gepiesackt haben oder halt eine wirkliche Challenge gemacht haben, dich mal in einen Bereich reinzuschubsen, wo du gesagt hast, das mache ich doch gar nicht. Und ich finde, das hast du super gut gemacht. Und ja, hast jetzt auch im Rahmen von unserem MyNikon Days wieder ein total interessantes Video zustande gebracht, wo du in kurzer Zeit wirklich komplett unterschiedliche Fotos gemacht hast, wo wir alle schon gedacht haben, wie will der das wieder schaffen? Also schön, dass du dabei bist und mich interessiert mal, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Tatsächlich über sehr, sehr viele Umwege. Also es war nie mein Plan eigentlich, beruflich etwas mit Fotografie zu machen. Ich sage immer ganz gerne, ich habe mein Leben lang eigentlich schon immer inszeniert. Das Medium hat halt immer nur gewechselt. Also angefangen hat es damals eigentlich so 2001 mit Cosplay. Na, da war das noch gar nicht so bekannt in Deutschland. Das war noch relativ ungewöhnlich. Man macht halt sehr viele Kostüme und plant viele Bühnenauftritte. Und also da war so die Inszenierung eigentlich schon immer drin. Kannst du das mal kurz erklären? Ich glaube, nicht jeder weiß, was Achso, Cosplay ist. Cosplay. Man stellt quasi Charaktere aus japanischen Videospielen oder Comics, Animes, Mangas und sowas vor. Mittlerweile auch aus US-Comics, ne, und ist mittlerweile eigentlich eine ziemlich große Szene. Und da gibt es halt viele, viele Conventions, wo man halt auch auf der Bühne ist und ein Showprogramm macht, wo einmal das Kostüm bewertet wird, aber halt auch so die grundsätzliche Show. Also so auf der Bühne zu stehen und da was darzustellen, das war eigentlich schon immer so meins. Und dann, so nach dem Abi, habe ich eine Zeit lang als Tänzer gearbeitet, ne, als Background-Tänzer und auch für Musikvideos und so. Und da konnte ich schon so ein bisschen so reinschnuppern, halt einfach so in die Produktionsarbeit. Ich fand das halt immer so faszinierend, wenn du halt irgendwie aus einer Location, wo eigentlich nichts ist, durch Licht, durch Kulisse, durch Regiearbeit und halt auch Kameras am Ende eigentlich so viel inszenieren kannst. Und ja, dann tatsächlich noch ein Umweg, wollte ich dann beruflich, weil ich wusste, ja, als Tänzer, ne, so ein Leben lang arbeiten ist halt mit Anfang 20 ist das cool. Na, aber im Laufe der Zeit will man ja auch was Richtiges machen. Und wollte als das Richtige eigentlich Modedesign dann machen, weil ich habe schon immer genäht. Und über das Fotografieren, ne, von meinen eigenen Entwürfen eigentlich, habe ich dann festgestellt, so, hey, beim Fotografieren habe ich irgendwie so einen Mix aus allem, was ich vorher gemacht habe. Also sowohl so die Arbeit mit Menschen, ne, da hat mir auch der Tanzlehrer sehr viel geholfen, was so Posing-Anweisungen angeht und ja, auch die ganze Arbeit halt bei den Musikvideos und das dann selber alles zu machen, weil nichts von den Einzelteilen hat mir irgendwie ausgereicht, aber halt mit der Fotografie kann ich eben alle Komponenten verbinden in einem Medium. Also die Inszenierung ist meine Konstante und das Medium hat immer gewechselt. Ist es denn so, also auch schon bevor du jetzt selber hinter der Kamera gestanden hast, hast du dich denn da schon auch so für Fotografie oder für Fotos interessiert oder war das auch immer nur so ein Mittel zum Zweck? Also sprich, du hast Fotos angeguckt, weil dich das auf den Fotos interessiert hat, aber gar nicht so sehr, wie die entstanden sind, die Fotos? Boah. Also so schwarz-weiß kann ich das gar nicht sagen. Also ich muss sagen, ja, vielleicht so zu 80% liegt mein Interesse eigentlich immer am Motiv. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ja, also ich beschäftige mich natürlich halt auch gerne mit Kameras, logisch. Es ist mein Beruf, aber für mich ist das auch schon ein Werkzeug, na, eher mehr, um halt das einzufangen, was eben vor der Kamera passiert. Und ich glaube, bei mir so der Zugang zur Fotografie ist so ein ganz klassischer Weg über meinen Vater. Ne? Also viele haben ja Väter, die halt immer Fotos machen und ne, schon als Teenager habe ich halt auch immer gesagt so, hey, ja, gib auch mal rüber, ich will jetzt auch mal Fotos machen und ja, das hat eigentlich immer angefangen, ne, wenn ich irgendwas inszeniert habe und das halt in Szene setzen wollte, ne, kam der Griff zur Kamera. Die Beschäftigung mit der Fotografie selber kam dann allerdings erst später. Eigentlich so kurz bevor ich beruflich damit angefangen Ja. habe.
Und wie hast du dich dann so gebildet sozusagen? Also wirklich, es geht ja nicht nur darum, jetzt Blendezeit ISO einzustellen, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte. Also hast du dann auch wirklich gesagt, okay, ich will das jetzt ernsthaft betreiben und hast dann halt im Internet geschaut oder hast du dann auch gesagt, okay, ich kenne vielleicht jemanden, wo ich mir das mal ein halbes Jahr angucken kann. Wie hast du das dann, ja, gemeistert? Weil ich meine, mittlerweile hast du es ja echt drauf. Relativ unkonventionell tatsächlich. Also ich bin nie irgendwie in Assistenz gegangen. Ich hatte meine Kamera, ich wusste ungefähr, was für Motive ich haben will. Ich wusste nur noch nicht so ganz, okay, wie kann ich das Ganze letztendlich technisch umsetzen? Und eine Faszination für mich war halt immer von Anfang an das Thema Licht. Und es gab halt zu der Zeit, wo ich halt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, so 2008, es gab das noch nicht so viel, so Online-Tutorials auf YouTube gab es halt nicht so viel. Das heißt, ich habe mir eigentlich immer nur so Making-of-Videos angeschaut von Fashion-Shootings. Habe mir halt angeschaut, ah, okay, was benutzen die da? Und vor allem halt so dieser Wechsel, okay, was benutzen die da am Set und wie sieht das am Ende aus? Und habe dann tatsächlich einfach nur durch Googlen herausgefunden, ah, okay, das ist ein Studioblitz, das ist ein Beauty-Dish, das ist mit Wabe. Hey, das ist der Look, den ich ungefähr haben will. Und habe dann einfach super viel Trial and Error gemacht. Aber ziemlich hardcore. Tatsächlich noch so ein bisschen aufwendiger, als ich das heute mache. So die ersten Shootings, um für mich quasi einfach erstmal so Fotografie, Fashion und Beauty-Fotografie zu lernen. Ich kannte das hauptsächlich so von Germany's Next Topmodel, ne? Wo man irgendwie so diese ganzen aufwendigen Shootings sieht, wo dann so 10 Models hintereinander geshootet werden. Und was habe ich damals gemacht, so mit 18? Okay, ich organisiere halt 10, 20 Models, ein Wochenende, miete mir eine Location, organisiere Make-up-Artists, organisiere Hairstylistin und mache das Hardcore-Programm, ne? 20 Shootings quasi direkt hintereinander, wo man eigentlich durch die Praxis halt schon super, super viel lernt. Ich habe dann ne, solche Wochenenden auch noch ein paar hintereinander gehabt und mich dann eigentlich relativ schnell schon selbstständig gemacht. Bis dann irgendwann so meine Mutter ist Asiatin, kommt aus den Philippinen und bei denen ist halt so ein Abschluss halt immer super, super wichtig. Und die hat halt gesagt, hier, Sohnemann, du musst mal auch mal was Richtiges machen, geh doch mal studieren oder ne, mach eine Ausbildung. Und ich habe dann neben der Selbstständigkeit dann noch ein Studium angefangen, Richtung Mediendesign, was bei mir eigentlich Richtung Film ging. Also eigentlich bin ich studierter Filmemacher. Aber das quasi so neben dem Beruf, also A, super viel Praxis, Trial and Error, das Studium, aber halt hauptsächlich das Trial and Error hat's. Aber einfach ausprobiert und vor allem mit der gesunden Naivität und sehr viel Elan einfach mal rangegangen und sich einfach dem ausgesetzt. Ist denn da bei diesen ersten Shootings, wo du dir halt wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr viel vorgenommen hast, ist denn da auch was richtig schief gegangen oder war das eigentlich so, dass alles direkt gut gelaufen ist? Die Mädels waren alle glücklich, keiner kalt, haben alle irgendwie gute Bilder dabei rausbekommen oder gab es da irgendwie eine so eine Krise, die du bewältigen musstest? Also zwischenmenschliche Krise gab es eigentlich nicht. Also das lief eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, wenn du mit 20 Leuten arbeitest, die einen sind eher extrovertierter, die anderen sind introvertierter, die einen sind vielleicht, keine Ahnung, zickiger oder sowas. Aber nee, ich habe schon gemerkt, das macht mir halt auch einfach Spaß und mit vielen. Also hat ganz gut geklappt. Aus heutiger Sicht sage ich natürlich, hey, technisch würde ich das und das natürlich auch nochmal anders machen. Ich würde in RAW fotografieren und nicht alles in JPEG. Nee, aber ansonsten war eine super schöne Erfahrung und Aber die Bilder, mit denen warst du auch zufrieden. Das hat wirklich auch so geklappt, wie du wolltest. War nicht hinterher, dass du gedacht hast, so hätte ich mal oder Mister, das gute Bilder war rausgekommen. Grundsätzlich ja. Also bei einigen Bildern dachte ich mir, ach du Scheiße, hätte ich mir doch direkt einfach mal einen vernünftigen Hintergrund geholt, ne? Eine Papprolle, die halt glatt ist, ne? Statt halt diese komischen karierten. Es gibt diese, ne? Einfach wenn man bei Amazon oder so halt einfach Hintergrundsystem eingibt, dann hat man diesen, der kommt dann gefaltet und egal wie du den bügelst, die Falten gehen nie raus. Das heißt, da erstmal 2 Stunden lang in Photoshop sitzen und alle Bilder, ne, den Hintergrund austauschen. Aber aus Fehlern lernt man und das gehört Ja, auch und ich meine, dazu. viel konzentrierter, als wie du es gemacht hast, kann man es ja eigentlich kaum hinbekommen. Hast du denn, du hast jetzt gerade schon mal Germany's Next Topmodel erwähnt und so weiter, hast du denn so Fotografen, wo du sagst, okay, wenn ich mir Fotografie angucke, wenn ich so Bilder sehe, die mich inspirieren, wo ich sage, da will ich mal hin, gibt es da so ein paar Leute, wo du sagst, ja, die sind's? Es gibt 2 Leute, die ich tatsächlich einfach sehr, sehr inspirierend finde, so als Fotografen. Aber der eine ist Rankin.
Ja, also, weil was ich bei ihm faszinierend finde, ist halt einfach seine Vielfalt, seine Stilvielfalt. Es ist ja nicht so, dass er jetzt quasi nur Schwarz-Weiß-Porträts macht oder nur Fashion-Fotografie, sondern der ist halt auch so ein Multimedialkünstler. Der macht ja auch viel Regie, gerade seine ganzen Videos, seine Werbevideos, seine Musikvideos, die er auch inszeniert hat. Das fand ich halt einfach so richtig faszinierend. Mhm. Und eine zweite Person ist Christian Schuller. Sehr schön. Tatsächlich. Also ja. Gerade seine so ein bisschen überdimensionierten Inszenierungen, die er zusammen mit seiner Frau auch oft macht, mit diesen riesigen Larger-than-Life-Sets, das hat mich damals halt einfach super fasziniert. Und da dachte ich, ja, okay, ne? Das willst du auch irgendwann machen. Aber ein dritter Künstler, komplett fernab von der Fotografie, den ich als so meine größte Inspirationsquelle jetzt einfach mal benennen möchte, ist tatsächlich Michelangelo. Okay. Ja, und zwar auch aus dem Grund, weil Michelangelo auch so ein Multimedialkünstler war. Also der war ja eigentlich gelernter Bildhauer und wollte mit Malerei selber nie was zu tun haben, hatte aber trotzdem auch dieses Medium gemeistert, hat uns das Deckengemälde von der Sixtinischen Kapelle bereitet, den David-Statue und halt auch die Kuppel vom Vatikan. Und ich finde es einfach unglaublich faszinierend, wenn man halt als Künstler nicht nur sagt, okay, ich halte mich jetzt nur mit diesem einen Bereich auf und bleib bei meinem Handwerk, sondern ah, okay, ich schnupper da mal rein, ich schnupper da mal rein und kombiniere vielleicht auch mal Sachen. Das ist so, ja, das ist tatsächlich meine größte Inspiration so als Person. Mit Michelangelo können wir jetzt nicht dienen. Christian Schuller wird ja bei den Minecon Days auch dabei sein. Kann man sich dann im Livestream anschauen oder wenn ihr wahrscheinlich jetzt dieses Video seht, könnt ihr euch den Livestream später anschauen mit dem Premium-Ticket. Aber da wird es auch bestimmt einige Geschichten zu erzählen geben und ich meine, du weißt das sicherlich, Christian Schuller ist ja auch so ein vielfach Talentierter, der ja auch Modedesign studiert hat und einfach auch seine Inspiration aus ganz unterschiedlichen Ecken holt. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, wo du auch sehr gut aufgehoben bist. Also wie gesagt, körperliche Kunst, Tanz, du schneiderst deine Kleider selber, auch dieses berühmte, unser berühmtes gelbes Nikon-Kleid ist ja auch von dir und da bist du ja sehr gut aufgehoben. Wie ist das denn jetzt, wenn jetzt deine Motivation, Fotoshooting zu machen, wo ziehst du das jetzt heutzutage her? Also wenn du wirklich sagst, ich möchte jetzt fotografieren, womit fängt das an? Ist das eine Idee? Ist das jemand, der auf dich zukommt? Erzähl mal, wie das normalerweise also, dazu kommt. Das ist grundsätzlich unterschiedlich, weil es gibt so zweierlei Szenarien. Wenn es eine Auftragsarbeit ist, logischerweise steht halt oft die Idee an erster Stelle. Und oft ist die Idee vielleicht auch so ein bisschen konkretisierter. Ja? Da habe ich eher so einen pragmatischen Ansatz. Also nehmen wir als Beispiel zum Beispiel das Nikon-Kleid. Ich habe halt einen Anruf bekommen von der Marketingabteilung und da hieß es, hey, wir hätten gerne für die Kampagne, für die Nikon Z6, hätten wir etwas gerne in deinem Stil, sowas im Studio mit fliegenden Kleidern. Das heißt, das steht eigentlich schon so ungefähr fest. Und am allerliebsten etwas in Gelb. Und, hat ja geklappt. Ja, genau. Und das heißt quasi von meiner Inspiration her, ich habe so ein Vier-Phasen-Modell tatsächlich. Da bin ich sehr, sehr pragmatisch. Und das ist also ne, mit vier Fragen. Wer oder was wird geshootet? Ne, und was tut die Person auf dem Bild? Dann was für eine Kleidung habe ich da? Was für eine Location? Die Location gibt uns immer quasi den Kontext. Und als letztes, was für Licht bzw. was für Effekte haben wir? Und oft steht eine dieser Sachen schon fest, gerade bei Auftragsarbeiten. Das heißt, okay, das Kleid steht fest. Es sollte ein gelbes Kleid sein, was fliegt. So, dann halte ich mich natürlich dran, okay, wer wird fotografiert, beziehungsweise was tut die Person auf diesem Foto? Okay, ist es ein gelbes Kleid, das fliegt? Was tut eine Person in einem fliegenden Kleid? Ne? Also jetzt eine Alltagsszene jetzt darzustellen, macht jetzt nicht wenig Sinn. Ne? Die hinzusetzen macht auch nicht Sinn. Das heißt, was ist das? Es ist ein fliegendes Kleid, das ist dramatisch. Das heißt, die Pose sollte auch möglichst dramatisch sein und hangelt sich da quasi so am Kleid entlang. Dann als drittes, was für eine Location haben wir? Es geht um das Kleid. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt einen Hintergrund auswählen, der jetzt zu sehr von dem Kleid ablenkt, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was für einen Hintergrund könnte man nehmen, dass ein gelbes Kleid einfach gut zur Geltung kommt? Das heißt, okay, wir reduzieren den Hintergrund, haben einfach einen abstrakten, dunklen Hintergrund, fertig. Und dann als letztes das Licht. Was haben wir? Wir haben eine dramatische Szene. Das heißt, das Licht sollte halt auch möglichst dramatisch sein. Also relativ weit von oben kommen, vielleicht ein kleiner Lichtkegel, ein schönes gerichtetes Licht halt mit dramatischen Schatten. Mhm. Und so wirken halt quasi diese vier Elemente, die greifen ineinander. Und so gehe ich tatsächlich bei ganz, ganz vielen Sachen vor. Also oft hat man am Anfang eben eine Inspiration, hey,
etwas mit diesem Material, vielleicht dieses Kleid, vielleicht hat man auch eine bestimmte Pose im Kopf und dann erstelle ich quasi das Konzept eben ganz pragmatisch so drumrum. Ne? Stell mir selber die Fragen, okay, was für eine Location passt dazu und so weiter und so fort und gehe quasi innerlich so eine Checkliste dann durch. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, der, glaube ich, auch vielen Leuten hilft, die sich auch manchmal im Detail verlieren irgendwie und dann denken, okay, ah, jetzt habe ich die Idee und die und die Idee. Und dann wird das halt immer komplizierter und am Ende macht man es nicht, weil man denkt, es ist so kompliziert. Ich denke, wenn man das so abhakt, wie du es machst, kann man ja eigentlich sagen. Es ist ja nicht so in dem Prozess, dass ich jetzt quasi instant weiß, ah, okay, ich mache das exakt da, ich mache das exakt da. Oft ist es auch so, dass man dann vielleicht irgendwie, ja, okay, man könnte das noch machen und das ist wichtig, das Bild entsteht quasi vorher schon im Kopf. Im Idealfall ist man dann direkt am Set und setzt dann quasi einfach nur das um, was man vorher quasi im Kopf oder vielleicht auf dem Papier schon vorskizziert hat. Ja. Aber oft ist es dann natürlich auch so, ah, okay, das eine hat man sich gedacht, okay, dieses Licht passt vielleicht super dazu, aber dann, wenn man es in der Realität vor sich sieht, dann ist dann, ja, okay, vielleicht sollten wir das auch nochmal abändern. Also am Set selber kann natürlich auch variiert werden, sollte natürlich auch variiert werden. Sehr gut, aber da sind wir schon beim Set. Ich meine, du hast jetzt 4 Aspekte gehabt, Kamera war keine davon, was ich im Prinzip gar nicht schlimm finde, weil wir ja wissen, man kann mit der Z50 eine gute Motividee genauso gut umsetzen wie mit einer Z7, mit der D5. Was hast du denn da in deinem unkonventionellen Fotokoffer dabei? Erstaunlicherweise nicht viel. Also das meiste beim Set-Design ist gerade eher im Auto. Das wäre ein bisschen viel, was gerade hier auf den Tisch kommt. Ich bin da ganz, ganz unkompliziert. Also ich habe hier erstmal einfach meine Kamera. In dem Fall habe ich jetzt gerade die Z7 dabei. Ich habe heute mit einer Z6 II geshootet. Das ist jetzt meine eigene, die ich noch als Backup-Kamera dabei hatte. Und mein immer drauf, das 2470. 2.8, das habe ich eigentlich für Studioaufnahmen, wo ich blitze. Ich habe das zu 95% der Zeit. Habe ich eigentlich nur das drauf. Okay. Ja. Das 35mm 1.8, das benutze ich immer gerne dann, wenn ich was mit Dauerlicht mache. In letzter Zeit experimentiere ich sehr, sehr viel mit LEDs. Da hat sich in den letzten Jahren halt auch super viel getan. Und gerade so schwache Lichtquellen in Kombination mit schwachen realen Lichtquellen, wie zum Beispiel Kerzen oder einem Schlauch oder einem, also so ein LED-Schlauch oder Elektrolumineszenzkabel und solche Geschichten. Da bin ich tatsächlich ein großer Freund dann von Offenblendigkeit. Aber ansonsten ist mein Stil eigentlich eher geprägt durch Blende 8 bis Blende 13 Studio Beauty Fashion Fotos und dafür ist 2470 mein perfekter Begleiter. Kann man auf jeden Fall machen. Ist natürlich sehr ungewöhnlich, tatsächlich auch mit relativ geschlossenen Blenden zu arbeiten. Warum machst du das? Also meistens bei den geschlossenen Blenden haben die Objektive halt oft auch einfach die beste Abbildungsqualität. Und wozu fotografiert man in der Regel eigentlich offenblendig? Eigentlich, um das Motiv freizustellen. Aber wenn ich im Studio bin oder wenn ich mit einem Set-Design arbeite, dann habe ich es in Anführungsstrichen ja gar nicht nötig, was nicht negativ gemeint sein soll, aber ich gestalte ja, also ich stelle meine Motive ja quasi durch die Lichtgestaltung, durch die Setgestaltung ja schon frei. Und nehmen wir mal als Beispiel, okay, ich habe jetzt ein Set im Liegen. So, ne, ich habe ein Set im Liegen, ich habe ein Model hingelegt, Blüten zum Beispiel drumherum drapiert oder ein anderes Material und ich fotografiere senkrecht von oben runter. Wir haben quasi gar keine Perspektive mehr. Wir haben keinen Vordergrund, Hintergrund, sondern quasi einfach nur noch Gesicht und Elemente. Da möchte ich doch alles so scharf wie möglich haben. Und das kann ich eben bei Blende 8, 11 und so weiter. Sehr interessant, vor allem, wenn du sagst, dass du eigentlich so gestalterisch so aus dem Cosplay, aus dem Comic kommst. Und da ist ja eigentlich auch alles scharf. Im Endeffekt ist ja der Hintergrund auch scharf gezeichnet, die Hochhäuser oder was auch immer. Also eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise an die Fotografie. Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, aber könnte was dran sein. Könnte vielleicht was dran sein. Aber es ist halt echt spannend. Du hast jetzt, glaube ich, tatsächlich den Preis gewonnen für das kleinste Setup von allen, die wir jetzt bisher mit What's In My Bag hatten. Achso, von dem, was aus der Tasche rausgeholt wird. Was aus der Tasche rauskommt, was auf dem Tisch landet. Und das macht mir ein bisschen meine Abschlussfrage kaputt, weil die ist eigentlich, und ich kenne jetzt die Antwort schon, aber vielleicht hast du ja noch eine Story dazu zu erzählen. Wenn wir dich jetzt morgen auf die super Reise schicken, sagen, du darfst machen, was du willst, fotografier, was du willst, egal wo du willst, alle Kosten gedeckt, aber du darfst nur eine Kamera und ein Objektiv mitnehmen. Das ist bei allen anderen sehr schwierig gewesen, bei dir wahrscheinlich nicht so. Was würdest du denn mitnehmen? Ich würde sehr wahrscheinlich die Z6 II mitnehmen und das 2470 2.8er. Aber ich habe dann trotzdem noch eine challenging Frage für dich obendrauf.
wenn wir dich nochmal herausfordern können, ähnlich wie wir es mit der Makro-Challenge gemacht hätten, was wäre denn so ein Bereich Fotografie, wo du bisher wirklich gar nichts mitgemacht hast, wo du sagst, das würde ich unglaublich gerne mal ausprobieren, ein bisschen Zeit haben, ein bisschen, weiß ich nicht, die Möglichkeit haben, mal hinzufahren. Gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich mal gerne machen, das habe ich noch nie gemacht? Als Fotografiegenre selber? Ja. Reisereportage. Das Okay. ist was komplett anderes als das, was ich normalerweise mache, weil ich sag mal, es gibt so die beobachtende Fotografie und die inszenierende Fotografie und normalerweise erschaffe ich ja Momente und fange sie nicht ein. Ich fotografiere selber auch regelmäßig ne, Reportage, auch so Making-of ist ja auch quasi ne, eine Art von Reportage, aber so Reisefotografie, mal komplett in Anführungsstrichen die Motivverantwortung gar nicht zu haben, sondern sich nur noch auf das Beobachten von Momenten und von Eindrücken so konzentrieren, das wäre tatsächlich mal etwas, was ich auch machen würde. Das merke ich mir dann mal für die nächste Challenge. Also vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass du uns dein Wissen geteilt hast wieder. Ich denke, da werden viele Leute auch einige Impulse mitnehmen können. Und Ja, gerne. War schön, hier zu sein. bis zum nächsten Mal. Ciao.